dann musst du dir halt noch überlegen, wo wir das Ventil hinsetzen wollen, weil wir müssen ja noch einen Endertank irgendwie hinfriemeln. Obwohl, ich den würde ich dann vielleicht gerne in der Wand einlassen wollen. Mach, wie du das möchtest. Wo du mir den hinsetzt, ist mir doch egal. Desto weniger man sieht, desto besser. Zack, 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 zack. Was? Fump, 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 fump. Alter Falter, was wir hier an Gedöns haben, das ist nicht mehr schön, aber immerhin. Wir können damit schon mal ein bisschen was anfangen. Das ist der Beginn einer wunderbaren Tankschaft. Ich hätte noch drei Koppel, Glowstone. Das ist gut, weil... Ich hab eine Idee, warte. Wo willst du hin? Ne? Da. So voll mittig und so. Ja, damit es richtig leuchtet, weißt du? So. Guck mal. Hier, hier und da drüber. Willst du das echt so machen? Warum nicht? Na, dann musst du den Hund die zwei auch rausnehmen. Nein, das ist egal. Das bleibt stehen. Das sieht aber scheiße aus. Einfach hier gucken wir doch weniger. Mensch, 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 Mensch. So, ich habe keine Eisentankwände mehr. Warte mal. Because I have a grandiose idea. I too. Ich mach einfach hier Eisentankanzeigen rein. Was hältst du denn davon? Nur warte doch, ich bin doch... Ist zu spät, ich bin schon am Aufbauen. Dann ist es wahrscheinlich gleich wieder kaputt, weil du wieder nicht aufpasst. Ich bin doch noch gar nicht ready. Was fehlt? Naja, Kollege, wenn ich dir sag, dass ich noch nicht fertig bin und du warten sollst, dann solltest du vielleicht darauf achten, dass da vielleicht auch was drin ist, was da nicht hingehört. Da hat nichts gefehlt, Chef. Weißt du, was ja, da war? Ja, ja, ja. Was war denn da? Der Witz, was? Du erinnerst dich? Alter, wie wäre es, wenn du den einfach hier hinten hinsetzt? Dann können wir auch jederzeit wieder dran, ohne dass wir in den... Scheiße. Sag mal nicht. Wenn du das... verdammt, ich brauche noch einen Glowstone. Ich habe einen kaputt gemacht. Hallo? Hörst du mir zu? Ich höre dir zu, aber ich habe trotzdem einen Glowstone kaputt gemacht. Das ändert nichts an der Tatsache. Okay, was hältst du davon, wenn wir den Tank... den Endertank links neben den großen Tank setzen. Dann können wir jederzeit dran, falls wir den Tank mal brauchen und müssen nicht durch den Eisentank durch. Das ist eine gute Idee. Ich weiß, ich bin so gut. Soll ich noch ein paar Eisentankanzeigen machen? Ja. Klar. So, wenn du jetzt im Übrigen die Eisentankanzeigen hier reinsetzt, wirst du merken, dass der Tank dann trotzdem nicht funktioniert. Weißt du warum? Weil das Ventil fehlt. Nee, auch wenn du selbst ohne Ventil müsste er ja schon mal ein Fassungsvermögen anzeigen. Okay. Ich habe ja ein Ventil hier. Okay, und warum? Guck dir den Tank mal bitte genau an. Das ist das ist ein klassischer Fehler. Den habe ich auch anfangs immer gemacht. Was habe ich denn gemacht? Gar nichts. Du hast einen Fehler gemacht. Guck mal, ich habe jetzt hier ein Ventil reingesetzt. Ja. Da ist noch eine Fackel drin. Richtig, da ist was drin, was da nicht reingehört. Fopp. Jetzt nehme ich die Fackel mal weg. Und bitte das Ventil hier hin. Okay. Da. Fopp, fopp. Fertig. Tank läuft. Yeah! Hallo, Tank. All the best. Fopp. Ich bräuchte ein Fluidukt. Perfekt, vielen Dank. Kein Problem. Do you need a Hebel? I think I need erstmal the Sichelhammer. And then we need a Hebel, der das rausposaunt. Das kannst du am besten da oben dran unter die Fackel packen. Warum zieht der sich noch nichts? Der hat doch schon, der ist doch schon voll. Der voll? Der ist voll. Setz mal da einen Hebel dran, schalt den mal ein. Für mich sieht es aus, als wäre es leer. Und jetzt guckst du mal da. Tatsache. Okay. Geil, oder? Ja, ich weiß. Ah, sowas finde ich super. Das ist doch... Guck hier, ne? Endertank. Dafür lohnt sich auch der Materialaufwand, weil...
funktioniert. Es funktioniert. Wir sollten vielleicht noch weiterdenken. Was? Weitdenken? Weiterdenken. Was machen wir, wenn der Tank voll ist? Wo machen wir einen anderen Tank hin? Dann setzen wir den direkt daneben. Hier setzt man dann wieder einen hin. Wupp. Und dann braucht man nur das Fluidukt auf die andere Seite packen. Na gut. Gut, da wir jetzt hier Benzin haben, dann könnten wir theoretisch schon mal ein paar Dynamos bauen. Das könnte man schon mal machen, ja. Nur, dass es schon mal steht. Was brauchen wir denn eigentlich für diese Energiezellen? Energy. Nehmen wir die Leadstone? Na, ich denke, wir sollten eher schon Redstone einsetzen. Oder die Redstone. Dann die Redstone. Leadstone oder Redstone? Ich weiß nicht, also... Also die Ich weiß nicht, welche Energiezellen hattest du denn? Ich hatte Einsatz? Die Redstone. Na, dann nehmen wir die. Die Frage ist jetzt natürlich... pass auf, jetzt mache ich erstmal... Hör mir mal bitte zu. Elektrobaren brauchen wir dafür. Ja, brauchst du eine Mischung. Eine Elektromischung. Wie kriegst du die hin? Weißt du das? Nö, da muss ich mich auch immer auf die Rezepte verlassen. Auf die Rezeptlisten, das kann ich dir so nicht sagen. Die machst du aber aus diversen Pülverchen. Invar, glaube ich, brauchst du dafür. Das ist ein Nebenprodukt, was wir erzeugen. Müsste in der Pulverisiererkiste, müsste Invar rumfallen. Okay. Die behalte ich mal bei. Das ist was Kompliziertes. Das ist also etwas, was dir in die Hände spielt. Ja, heute nicht. Gehärtete brauchen wir Invar-Barren. Um die Gehärteten zu bekommen. Invar müssten wir ein bisschen was haben. Aber frag mich nicht, wie viel und so. Sowas habe ich einfach nicht im Kopf. Redstone-Energiezellenrahmen. Wie machen wir... Hola. Flüssigtransposer. Ja, ich habe ja gesagt, dass wir den sowieso brauchen. Den brauchen wir ja nicht nur für die Impuls-Item-Ducts, sondern eben auch für diverse nette kleine Spielereien. Okay, was hältst du davon, wenn wir erstmal mit den Leadstone-Dingern anfangen? Wir können klein anfangen. Wir sollten sogar klein anfangen. Das ist ratsam. Was hatten wir gesagt, machen wir mit den Energiezellen? Was tun wir damit? Antreiben? Die Öfen, die Pulverisierer. Ja, stimmt. Ach so, was ich... ich noch fragen wollte. Es gibt doch bei Industrial Craft einen Energieofen. Ist der kompatibel mit Thermal Expansion? Das müssten wir ausprobieren, das kann ich dir beim besten Willen nicht sagen. Woher auch, weil ich in der Regel nicht mit Industrial Craft arbeite oder sehr, sehr wenig Erfahrung mit Industrial Craft habe. Ich habe mich, als der TK die Mod-Vorstellungen gemacht hat in der kleinen hübschen privaten Session, habe ich mich erstmal auf Thermal Expansion eingeschossen und auf Railcraft. Seinerzeit ist Railcraft in der Version 1.4.7 oder für die Minecraft-Version 1.4.7 bei mir hängen geblieben, weil da ein Tunnelbohrer drin war, den ich zum Tankraumausbau gut benutzt habe oder gut gebrauchen konnte. Also ich kann jetzt mit Kompatibilitäten zu Industrial Craft gar nicht so viel sagen, aber in der Regel sollte das kompatibel sein. Okay. Silber. Silber. Zinn. Silber, Zinn, Eisen und Redstone. Silber, Zinn, Eisen, Redstone. Gut. Das Problem bei diesen Leadstone-Energiezellen ist wahrscheinlich noch nicht mal mehr die Speicherkapazität, die ja eh schon recht gering ist, sondern die Menge an Energie, die die abgeben können pro Tick. Da habe ich heute nicht drauf geachtet. Zinn? Zinn? Industrial Craft Zinn und Thermal Expansion Zinn. Ach, wie der Sprit hier reinläuft, finde ich super. Hm.
Industrial Craft sind. Das bleibt also nicht egal. Oder? Oh Gott. Doch, bleibt sich egal. Alles klar. Gut, die Spritmenge im Eisentank an der Raffinerie nimmt ab. Und zwar rapide. Warte mal, Zinn, Eisen und Silber, sagte ich, ja? Sagtest du das? Mhm. Und Redstone, haben wir noch Redstone? Nee, Redstone, Alter, das war das letzte Mal schon so wenig. Okay. Schade. So, einmal an den Basteltisch. Wupp. Wir wollen ja hier nichts verschwenden. Mess? Genau. Das war so klar. Wie stellt man die Redstone-Energieleitung her? Ach, wie stellt man die her? Ich hab doch... Woher soll ich das denn wissen? Hm? Guck doch einfach nach. Eine Redstone-Energieleitung. Weil bei mir steht nur Herstellungsprofil. Kann ich nichts über einen Flüssigtransposer. Du baust ein Redstone-Energy-Conduit. Und das baut man aus... Zwei Elektrumbarren und einmal gehärtetem Glas. Gehärtetes Glas kannst du mit Obsidianstaub und pulverisiertem Blei herstellen. Oder Obsidianstaub und Bleibarren. Kannst du den... Über den Induction Smelter. Haben wir den? Ja, haben wir. Ja, den haben wir. Dann könntest du den mal herstellen, dass wir... Alter, du willst, dass ich das herstelle? Ja, klar. Wir haben doch Zeit. Ist ein endlos Let's Play. Ich mach doch schon gerade die Dynamos. Darum geht's mir ja gar nicht. Aber nun gut. Und es hörte mir nicht zu. Nö. Warum auch? Zu auch! Mann. Weil du hast ja nicht mal eine Ahnung, was hier gerade gemacht wird. Nö. Keine Ahnung. Was? Ich hab Kacke gebaut. Ja, natürlich. Weil du mich ärgerst. Nein. Deswegen passiert dir das. Nein. Ich habe einen Haufen gemacht. Oh Gott. Eigentlich bin ich gerade mit einer Nebenarbeit zu einem deiner Projekte beschäftigt, aber es ist okay. Welches Nebenprojekt? Du hast ein Projekt gestartet vorhin. Welches? Du hast die Schlucht gestartet. Ach ja, stimmt. Da war doch was, ne? Ja, das... Bevor du mir jetzt hergehst und mir ja alles kaputt machst an der Schlucht, du machst alles kaputt. muss ja hier ein bisschen was passieren. Also. Ey, das wäre eine optimale Monster-Spawning-Area gewesen hier. Wir haben doch hinten noch ein bisschen was. Da ist doch noch genug Platz in der Schlucht. Sollst du ja nicht komplett zumachen? Ich will die ja nicht komplett zumachen. Ja, siehst du. Alles gut. Dann brauchen wir... Warte. 8, 16. 24, 32. Was? Hey, da hat das Kleine einmal eins in der 8er Reihe hochgezogen. Rundherum 10. Pam. Pam. Und Pam. So. Ich muss jetzt mal gucken, wie viele Ingwerbarren wir überhaupt haben, damit ich das herstellen kann. Dann Zinn, Zinn, Zinn. Okay. Dann hier. Wo sind sie? Da sind sie. Wo sind die Barren hin? Da, 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 da. Sag mir, wo sind die Barren hin? Na, 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 na. Sonst okay? Ach ja, klar, sonst ist alles gut. Was? So, mein Freund. Hab ich nicht. Ich war's auch nicht und ich bin auch unschuldig und so.